Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive auf unserem Kanal. Es ist jetzt schon mittlerweile der dritte Deep Dive und es ist tatsächlich der letzte Mittwoch im Monat. Und ich bin natürlich nicht alleine, die Jungs sind auch dabei. Hallo! Ja, hallo! Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ja, heute ohne Facecam. Ich hatte keine Zeit leider hier aufzubauen und alles. Hätt's ja auch mal können, gell? Ja, deswegen heute ohne Facecam, aber wir sind mal gespannt, was uns heute erwartet. Es ist wieder Zeit für Unlocked. Jetzt, nachdem wir hier irgendwie so viele Infos und hatten, ständig was Neues rausgekommen ist, war schon gefühlt echt lang kein Unlocked mehr, aber es ist ja nur einfach nur ein Monat gewesen. Ja, stimmt. Ich bin mal gespannt, aber was wir jetzt zum Management lernen. Ja, ich bin auch gespannt. Aber viele konnten ja schon das Spiel spielen und haben schon einiges so gezeigt, ne? Ja. Ich bin gespannt. Hello everyone and welcome to the latest edition of Frontier Unlocked. Hello. Hat der eine neue Haarfarbe? Es kann sein, ja. Ja, oder was? Hat er eine neue Frisur? Ja, ich glaube auch. Polierter, ne? Oh, mehr geht nicht, okay. Dann ist das wohl so in der Auflösung. Ja, in England gibt es keine guten Kameras. Vielleicht ist es einfach an dem Monitor, dass HD auf 4K nicht so gut aussieht. Ah, okay. Ja, weil man keine Tor haben. Heute war, heute ist Fokus auf Management, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, soweit ich weiß auch, ja. Darüber wissen wir auch, glaube ich, noch nicht viel. Wir hatten jetzt in letzter Zeit so viele Videos in kurzer Abfolge, dass da ganz viel los war. Und jetzt diese kurze Lücke zwischen dem letzten Update-Video von uns und dem Deep Dive 4 ist irgendwie so gefühlt echt lang gewesen, dass ich gar nicht mehr weiß, worum es geht. Dabei sind es ja eigentlich nur ein paar Tage. Ich bin mal gespannt, was da. Also, was ich gerne wüsste, ist allgemein mit Personal auf jeden Fall. Mit dem Saubermachen von den Schwimmbecken eventuell, was man da managen kann. Stimmt, das haben wir noch gar nichts gesehen, ne? Ja, ich denke mal, das wird auch großes Fokus sein, einfach mehr mit Pools zu arbeiten, ja, weil das halt das Neue ist. Und auch das mit den Strommenschen und sowas, das finde ich auch interessant, mal richtig, sag ich mal, detailliert zu sehen. Ja, wir haben es ganz viel angerissen bekommen, ne, von den... Ja genau, angerissen ist es, aber es ist irgendwie noch nichts detailliert oder detailreiches rausgekommen. Halt, ne. Also ein Deep Dive kommt ja noch, also viel kommt da nicht mehr. Die müssen liefern. Ja. Haben wir schon damit mal... sie das Spiel verkaufen wollen. Wir haben noch keinen Deep Dive zu Coastern gehabt, ne? Nur angeschnitten, ne? Also wir wissen eine ganze Menge darüber jetzt, aber das war ja nicht offiziell durch einen Deep Dive. Nee, das stimmt. Vielleicht kommt das hier ja noch. Also jetzt heute bestimmt nicht, heute ist es ja wirklich auf Management, aber... Ja, die Deep Dives sind irgendwie nicht so richtig Deep Dives, das ist irgendwie immer so von allem ein bisschen. Ja, das stimmt. Ja, wir haben wir sind tatsächlich ein bisschen später dran. Aber ihr habt zu der Uhrzeit, wo wir jetzt gerade gucken, habt ihr alle bestimmt schon den Deep Dive gesehen. Ja, wir sind eine Stunde zu spät. Ja, aber ist nicht so schlimm. Ja. Wir haben uns auf jeden Fall nicht spoilern lassen. Also unsere Reaction hier ist tatsächlich die Reaction. Wie man daran sieht, dass wir gerade über Sachen reacten, die gar nichts mit Planet Ghost zu tun haben. Ja. Ja, die reisen aber bei Dings hier, ich weiß das Spiel. Dangerous? Elite Dangerous, ja. Ja, genau. Die reisen das ja teilweise immer noch an, das waren ja bei den letzten zwei auch. Ja, das finden wir gleich raus, ob wir gleich noch Sternkarten sehen oder ob das Thema gleich wechseln. Aber weißt du noch, wie wir die ganze Zeit die Deep Dives geguckt haben, als die angefangen zu streamen auf Twitch? Wie wir da mittwochs standen und, Emotes. Cool. Das ist cool, ja. Oh, weinende Queensplash. Guck mal, jetzt gibt es ihren eigenen kleinen Pool in ihrem Schwimmreifen. Ich verstehe die leider nicht so gut, aber was? Ich habe jetzt auch nicht zugehört. Ich glaube, die sind einfach über Twitch, wenn du hier in dem Stream dabei bist. Ah, okay, ja gut, das kann sein. Oh, wie cool. Oh, die hätte ich gern. Okay. Ja, sehen cool aus, ne? Mhm. So ein bisschen wie diese Anstecker, die es auf der Gamescom gab. Ja. Verstehst du es denn jetzt gut, dass wir ein bisschen still gewesen sind? Ja. Soll ich sie lauter machen? Scheiße!
Ja. Ja? Das ist ein bisschen lauter, ja. Ein bisschen lauter. So ist gut. Ja, ist besser? Okay. Jetzt bin ich schon wieder zu laut, weil ich schon den Stream lauter gemacht habe. Entschuldige. So, den könnte ich auch lauter machen, ne? Management! Sind ja voll die Zielgruppe. Ja, gerade wir. Wir Sandbox-Spieler. Ja, ich denke, wir werden die Karriere auch spielen, wenn das Spiel rauskommt. Auf jeden Fall. Oh, guck mal. Boah, der Hintergrund ist ja cool. It's a really, really interesting level, actually. I love what they've done. Die Achterbahn, guck mal. Ja, hat auch was, ne? They've made it just so beautiful having things. Like, I love. Oh Gott, wie cool! Du bist ein Schwimmbad. Crazy. And then with the monorail going between the two, it's is really, really interesting. Summit awesome. But it's worth noting. Wow, wie viel Geld? On a development build, so not everything you see here is final. So to dive straight in into all these management features. So aber interessant, dass du jetzt den Monorail hin und her fahren lässt, nicht mehr im Kreis, also weißt du? Ja. Ging das nicht vorher auch als Option? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, solange ich mir dieses Spiel ewig nicht mehr gespielt, ich weiß es nicht. War gestern noch drin, ich hab, aber... Ich hab den Monorail nie gebaut, deswegen... Ja, mehr als in Analytics mache ich momentan auch nicht da drin, ne? And it allows you basically to switch between building new or building from these blueprints, and that's the same across these. Inside of the career levels as well, you will have some research, so not all these blueprints will be available to you straight off the bat, but as you progress through the career, you're going to be able to unlock more of these blueprints, but you can always build new. Also der Hintergrund ist auf jeden Fall so ein bisschen matt gehalten, was ja schon mal gut ist. Was mir so gerade auffällt. Ja, ist halt wirklich Hintergrund. Ist, ja, weil das ist auch gut für die Performance. Schönes PNG-Bild. Das sieht echt schön aus, ne? Sind das mehr Dinger, also mehr Punkte da oben als im ersten Teil? Wann ist es vorhin für 3? Ja. Ich weiß gerade aber nicht, was fehlt. Das ist so eine Ecke, da gucke ich nie hin. Kann ich dir so jetzt auch nicht sagen. Das sind immer so Management-Sachen, das ist nicht so meins. Das ist ein recht kleiner Park. Na gut, auf den zwei Bergen, die da ist, hast du nicht so viel Platz. Ach, da ist noch, okay. Ist noch ein bisschen, okay. Don't look down, hä? Hey? We haven't really got much additional land to build on in this level, but in some of the other ones, you're able to expand out your level by buying different things. Ja, du kannst ja wahrscheinlich nur, die Monorail kannst du wahrscheinlich gar nicht bearbeiten, ne? Wahrscheinlich wirklich nur diese zwei Bereiche. Zwar in dem anderen... Ach, guck mal, da oben rechts steht Park Expansion. Select an area to expand the park into. Das heißt, also 3 von 3. Ich habe, das heißt, der Mittelteil ist doch bebaubar? Ist das richtig verstanden? Verstehe ich das jetzt auch. The next thing, objectives. So obviously with any career campaign, ich meine, das war ja mit dem anderen Level, das wir gesehen haben, auch so, ne? Dass wir verschiedene Bereiche haben, die wir, in denen wir bauen dürfen und die unterschiedliche Voraussetzungen haben und Sachen wollen. And then last but not least is our management screens. So we've got a few different areas. I won't touch on them all because we're going to look a bit deeper in some of the sections a bit later in this deep dive. But if we start off with, let's say, park options, so these are just the basic. Ja, das sind alles Sachen, die haben wir schon mal gesehen. Zwar nicht im Detail, aber die wurden alle schon entdeckt. To keep integral within our management screens is this idea of sort of modular sections and having less information but showing more. So it's a lot more understandable for players, and if they want a sort of not necessarily diving really, really deep like you could with the info panels, this is supposed to be surface level. Das finde ich aber cool, dass es dass zwei Möglichkeiten gibt, das Ganze zu nutzen mit dem System. So ein bisschen wie auch beim Sand, also bei dem Szeneriezeug, dass du entweder für Leute wie wir super detailliert alles bauen kannst und die es halt nicht wollen oder können, die nehmen halt Blueprints. Und das ist jetzt hier scheinbar ein ähnliches System, dass du für Leute, die das nicht so interessiert, oberflächliches Management hast, aber wenn du willst, kannst du mehr reingehen. Das ist ja eigentlich ganz cool. Gut, ist ja bei 1.6 anderes, oder? Hat man da so verschiedene die Möglichkeiten, würde ich. Also ich weiß nicht, ob es eine vereinfachte Version gab.
Oder eine komplexe, je nachdem. So the next thing we'll look at quickly is the attraction of shops. So this is just a big list of everything that's in your park. You've got, ja gut, das kann man ja alles. Ja, jetzt sieht es nur schöner aus. Jetzt sieht es ein bisschen schöner aus. Ja. Ein bisschen aufgeräumter, ne? Ich finde, das hilft schon massiv, dass es so den, dass es wirklich den ganzen Bildschirm einnimmt und nicht so ein Fenster ist. Ja. Das macht sehr viel übersichtlicher. And this is very similar then to the staff as well, where you can see all of your staff, how they're paid, names, locations. Oh, und wie viele Lifeguards? Braucht man so viele? Research is what I briefly mentioned when I was talking about. Dann hätten die dieses kleine Fenster gehabt wie beim ersten Teil. Dann hätte ich mir gewünscht, dass sie das Fenster, dass man das Fenster wenigstens verschieben kann. Ja. Es war immer so nervig, dass das immer auf einer Stelle ist und ich weiß nicht, mich hat's gestört. Okay, ich habe gerade dem so ein bisschen zugehört und ein bisschen was gelernt. Ich habe im letzten Video nämlich gesagt, dass ich nicht weiß, wie man an diese Research-Punkte rankommt für diese für diesen Skill-Tree hier. Richtig. Und sie haben gerade gesagt, wenn du bestimmte Herausforderungen oder deine Ziele in dem Karrieremodus erfüllst, dann bekommst du die auch. Du kannst auch freischalten. Und ich meine bei dem, wie hieß das denn? Bei dem Arbeitsplan, den man einstellen konnte, den wir gesehen haben. Ja. Ich meine, da konnte man auch einstellen, dass die Mitarbeiter speziell nach Research-Punkten suchen oder weiß nicht, dass sie das machen. Vielleicht kann man die darüber auch bekommen. Was erzählen sie bestimmt auch noch? Aber guck mal, du hast unten mehrere Reiter jetzt, ne? Muss selbst Stuff hast du einzeln. Wusste ich gar nicht. Ja, ich meins hatten wir gesehen. Happy or less happy based on the colors that the guests show up within the mood. And scrolling through the different ones. Ich mag so Heatmaps, ne? Ich weiß gar nicht so richtig wieso, ich finde die toll. So kannst du halt alles übersichtlich einsehen, ne? Ja, ich guck mir sowas gerne an. Is for guest tolerances. So in the original Planet Coaster, guests would have a tolerance for their nausea. Ich finde ganz cool, dass das wirklich bei jedem Einzelnen angezeigt wird. Nicht so allgemeine Werte. Das ist, glaube ich, auch nichts Neues. Das gab es ja bei Planet Zoo, glaube ich, auch schon genauso. Und wenn ich das unten richtig sehe, dann laufen die wirklich wieder durch die Wegdinger, also ne, durch Sachen, die auf dem Weg platziert sind, durch. Als gäbe es keine Kollision. Ja. Ja. Stimmt. Ich hoffe, so ein Teil kommt noch. Ja, ich hoffe, die patchen das noch. Die sind durch den Brunnen gelaufen, habe ich das richtig gesehen. Genau. Ja. Ich meine, die haben ja Kollision mit anderen Besuchern. Ja. Also würde mich stark wundern, wenn es nicht drin wäre. Aber es ist cool, aber letztes Mal hat es auch noch nicht gesehen, ne? Ist noch nicht draußen. Hallo. Ja, ja. Ist noch mehr als ein Monat. Das ist ja auch eine Kleinigkeit. Ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt eine Kleinigkeit. Das machen die alle zum Schluss. Dann ist das Spiel draußen und wie hängt hier ohne Barriere. Ja, das wäre echt. Da musst du deinen Weg aber ganz genau bauen. Das wäre ultra lustig. And over here we can see that it has not got any power and it has a das Spiel direkt wieder gelöscht. Okay. We don't need to generate. So we already have generators on this side as we can see. Wir hätten Shitstorm kriegen, wenn das nicht drin ist. Ja, mal ganz gewaltig. Mal reden wir jetzt wieder über Szeneriezeug, obwohl da jemand was ganz anderes geht. Guck mal, das Power-Management ist doch ein wichtiger Punkt. Ja, mag ja sein. Ist jetzt nicht meins, tatsächlich. Also ich würde es auch angreifen, aber ich finde es immer zu einfach. Ich glaube, es ist ein bisschen komplexer, als es vorher war. Durch diese Kabel, die du verlegen musst. Ich weiß nicht. Ich meine, uns wird es wahrscheinlich im größten Teil unserer Spielzeit auch nicht so richtig interessieren, weil wir es hoffentlich auch ausschalten können. Aber es... Ich meine, heute geht es halt um Management, ne? Das war ja der große Kritikpunkt beim ersten Teil, dass das Management einfach zu kurz gekommen ist. Ja.
And they will, you know, that will increase the prestige of the ride. Es sind halt Spieler, die nur bauen, und es gibt halt Spieler, die auch halt realistisch spielen wollen mit Geld und Darlehen und was weiß ich. Ich glaube schon, dass ja, das Management. Ich sag ja nicht, dass die das raus hätten nehmen sollen. Ich weiß das doch, dass wir auch Spieler haben, die das gerne spielen im Management. Nur mich interessiert das halt nicht jetzt so extrem. Aber wer weiß, vielleicht bringt mich Planet Coaster 2 ja auf andere Gedanken und ich denke mir so, boah, geiles Management-Spiel. Ist schon interessant, ne, dass es wirklich wenig Leute gibt, die beides gern machen. Die meisten beschränken sich auf eine Seite davon. Es ist halt die Frage, was willst du machen, ne? Willst du abhängig sein von irgendwas oder willst du unabhängig sein von irgendwas, ne? Das ja, stimmt, ja. Ich würde interessieren, ob Shinny auch einen Menschenpark wieder macht, einen Herausforderungspark mit Geld. Da bin ich immer gespannt. Oh, ich glaube nicht. Ich meine, sie hatte doch gesagt gehabt, dass dass sie das einmal gemacht hat mit der Herausforderung und am Ende einfach nur noch. Ja, man findet einmal raus, das war zwar bestimmt Geld aus und dann ist es im Prinzip wie Sandbox, ne? Ja. Gut, ob es hier dann noch so ist, weiß man nicht. Ja gut, ist ja alles überarbeitet. Gerade das mit dem Wetter und so macht ja schon viel aus. Wir werden das aber nicht so schwer machen, dass du wirklich tagelang auf Geld warten musst, weil sonst wird das nicht mehr gespielt. Das ist ja der Knackpunkt. Normalerweise musst du wirklich, da muss dir alles kaputt gehen, das muss alles brennen, das musst du abreißen, musst du neu bauen, kostet wieder Geld. Ja, sowas ist für mich Management, dass auch mal Sachen kaputt gehen. Du musst Versicherungen abschließen und so weiter und so fort. Das wäre dann richtig geiles Parkmanagement. So richtig mit allem drum und dran. Ja, ich denke, ganz so weit teilen sie nicht gegangen. Es ist aber ja, es ist halt einfach, ne? ein bisschen mehr als vorher. Aber das wäre so für mich ein Management. Das ist dann hier wiederum, klar, das ist immer noch ein Spiel. Und man will ja auch nicht den Kunden verjagen, weil man das Management so schwer gemacht hat, weil man auf so viele Sachen achten muss. Was ich auch nachvollziehen kann und auch verstehen kann, aber das wäre so mein Anreiz dann, wenn Management, dann richtig. So richtig mit, du musst deine Achterbahn versichern, du musst deinen Park versichern. Wenn du den nicht versichert hast, dann verlierst du deinen Park, dann musst du gucken. Oder du musst dich bewerben als Parkmanager oder irgendwie sowas. So Dinger. Ja, gut, dann hast du. Wie so ein Fußballmanager. Weißt du? Fußballmanager. Da musst du ja, bei den Neuen musst du ja heute alles machen. Du bist ein richtiger Manager. Du musst auf alles achten. Du musst gucken, dass dein Verein läuft. Du musst gucken, dass die Spieler zufrieden sind. Du musst nach Trainer suchen. Du musst. Du musst Verträge abschließen, Versicherungen, Trainingsaufbau und so weiter und so fort. Das ist so ein richtiges Management-Spiel. Ich frage mich, wie groß dafür die Zielgruppe wäre. Wenn du so das würde mich auch interessieren. Ich glaube keiner. Wenn du jetzt in diesem Beispiel. Sehen wir dann in den Kommentaren. Ja, wenn du jetzt in diesem Beispiel bleibst, dann hast du ja als Vergleich jetzt meinetwegen FIFA. Das heißt ja gar nicht mehr so, ne? Egal. Wo du dann auch weniger den Fokus auf Management hast und es ist halt ein bisschen erfolgreicher, weil Leute halt weniger Lust darauf haben, glaube ich. Ja, bei EA ist ja jetzt das aktuelle EA, ne? 24 ist es ja auch kein richtiges Management-Spiel. Genau, das meine ich. Wenn, da muss ja. Ja, genau. Das ist ja dann auch. Klar, du ist dann im Endeffekt wahrscheinlich wie hier bei Blanco. So ähnlich. Ja, also in diesem Vergleichswesen ist das hier der FIFA. Ja. Ja. Kann ich aber auch so ein bisschen verstehen, dass sie jetzt sagen, sie wollen erstmal eine möglichst breite Zielgruppe haben, gerade Frontier ja auch so ein bisschen Geldprobleme hat. Und der Fokus ist dann, glaube ich, eher die kreativen Spieler, wenn es mehr ins Detail gehen soll. Alles gut, wie gesagt, die gerne Management spielen wollen hier in dem Spiel, gerne, um Gottes Willen. Nur, ich habe nur gerade halt meine meine, ja, wie sagst du das am besten? Deine Vorstellung? Meine Vorstellung, genau. Meine Vorstellung zu einem Parkmanagement. Aber ich glaube, sowas wird es nie geben. Ja, ich glaube, es ein Hardcore-Parkmanagement-Spiel gab es, glaube ich, noch nie.
Was für noch so ein Ding? Lücke. Ja, dann mach mal eins. Hier, mach mal Cut. Wir müssen uns mal zusammensetzen. Wir müssen ein Spiel konstruieren. Wenn es sonst nichts ist. Kostet ja nichts. Mach mal drei, ne? So nebenbei. Der sieht aus wie von Asterix und Obelix, der, wie heißt der mit der Harfe? Ah, ja, stimmt. Wie heißt denn der? Ich weiß nicht, meins. Sieht genauso aus. Ja, ne? Das sieht so lustig aus. Ich muss an Hermes denken, als ich den gesehen habe, aber ja. Wikinger finde ich auch sehr cool. Ja. And this goes alongside all the other. Ja, ich mag die ganzen neuen Maskottchen schon ganz gerne. Ja. So there's some more interesting staff features that we can talk about. One of which is the staff zone. Yeah. Bin gespannt, was wir noch für Maskottchen bekommen. Den neuen Duell mit den DLCs dann halt wahrscheinlich. Ja, ja. Im kommenden Western, Horror. Was haben wir denn noch? Studio. Sci-Fi. Gut, weiß ja nicht, dass sie Sci-Fi hier auch kommen. Ja, also müssen nicht die exakt selben sein. Ist eigentlich auch ganz nett, dass es nicht dieselben sind. Weil dann sehen wir nicht schon wieder dasselbe, was wir im ersten Teil gesehen haben. Auch Studio hätte ich aber schon gern. Ja, gerade diese etwas größeren Themen, sag ich mal, die machen ja auch irgendwie... Abenteuer, halt noch Abenteuer auf jeden Fall. Hallo, Abenteuer. Ja, ja. Die Teile, die haben die geilsten. Diese großen Hauptthemen, die werden bestimmt auch noch hier ins Spiel kommen, ne? Dieses ganze Fantasy-Zeug ja auch. Das ist ja alles typisch für Freizeitparks. Oh, Fantasy habe ich ja gar nicht drin gedacht. Ja, klar. Deswegen, ich finde es immer eine ganz nette... Mit Prinzessin, Prinzessin Taro. Stimmt, ist gar nicht im Spiel gerade. Nee. Das geht ja nicht, dann kaufe ich es nicht. Queen Taro haben wir jetzt noch. Ist aufgestiegen. Queen Taro geht auch noch. Ich bin aufgestiegen. Ich bin keine Prinzessin mehr, bin jetzt eine Queen. Nee. Ja. Bist aufgestiegen. Ja, das nächste wäre dann halt Queen Splash. Das heißt, du kümmerst dich dann um die ganzen Pools. Boss für uns dann die ganzen Pools? Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich schon. Der Arbeitsplan finde ich cool. Ja, absolut. Ich finde es eigentlich ziemlich geil, dass du das ändern kannst, ne? Dass sie nicht die ganze Zeit im selben Bereich bleiben. Ja, aber die haben jetzt nur die Rides hinzugefügt, ist das richtig? Das kann man, glaube ich, einstellen. Weil bei Rollercoaster Tycoon 3 konntest du ja so Kästchen machen auf dem Boden. Genau, das machst du hier halt mit so einem Pinsel. Das kannst du aber bei Rollercoaster auch. Mhm. Okay. Aber da machst du es halt, dann markierst du halt nur deine Bahn bei Pongo 1. Mhm. Yeah, so as we mentioned earlier in the heat maps, the guests have different tolerances. So guests will be examining your ride to see if it matches the tolerances that they have. Da sind jetzt nur zwei Eingänge und also ein Eingang und Ausgang. Ja, ich glaube, die anderen sind nicht zwingend notwendig. Wir hätten ja, also auch bei den Parks, wo es drei gab, waren noch andere Attraktionen, wo nur zwei waren. Ich denke mal, das machen die schon extra, dass sie hier erstmal nicht alles zeigen. Das ist auch cool, dass sie... Ja, aber das wäre ja theoretisch Management. Ja, das stimmt schon, das könnte man hier eigentlich reinpacken. Wenn das eine Wartungsschlange ist für oder ja gut, es kann ja auch Single Rider sein oder Quick Pass oder was weiß ich was, ne? Also wir haben ja gesehen, dass man drei Eingänge bauen kann. Wir sind halt nur nicht wofür. Is actually to do with what the guests can or can't eat. Would you mind showing us a very brief overview of the shop's menu? Gibt's jetzt verschiedene Präferenzen bei den Gästen, was die essen wollen, was nicht? Obviously got a shop here, chief beef, primarily does beef, to no one's surprise. So yeah, you've got your guest thoughts about what people Fox, have. Street Fox Cafe. Ach krass. Muss jetzt auch. Okay, das ist ja wirklich Management, ne? So ein bisschen. Glutenfreier Burger? Ach du Scheiße. Ich muss jetzt auf alles achten da drin, ne? Wahrscheinlich auch mit Weizenunverträglichkeit, wenn ich es richtig sehe, ne? Oder veganes Zeug. Nur, es sollte jetzt nicht negativ klingen oder sowas, aber das hat mich jetzt gerade gewundert, dass die tatsächlich glutenfreien Burger da reingeknallt haben. Das ist doch auf jeden Fall was ein bisschen managementmäßig ist. Das ist richtig Management. Ich muss sagen, das ist cool. Das ist cool, ja.
Ich meine, es gab es bei älteren Teilen auch schon, dass man die Zutaten ändern konnte, aber jetzt hast du wirklich einen Einfluss darauf aufs Spiel. Gut, wenn du jetzt Gluten... Plain war vegan, oder? Nee, Plain. Plain ist erstmal ohne irgendwas drauf. Ist nur, also. Kannst du auch veganen Burger? Ja, wahrscheinlich, ne? Einfach nur ein bisschen Salat dazwischen legen. Ohne Brot. Ja. Ich würde gerne einen Burger, aber ohne Burger, ich möchte gerne Salat. Ja. Yeah. Nur Salat, ja. Nur Salat vom Burger. Das Wichtigste war, dass zwischen euch auf dem Burger lag. Okay, das ist cool. Wenn ich mich so an RC3 zurück erinnere, da habe ich das voll gerne gemacht, dieses verschiedene Menüs bei verschiedenen Shops zu machen. Ich hab meinen Gästen immer die volle Packung gegeben. Ich habe es mal so gemacht, aber jetzt hat es wirklich einen Einfluss aufs Spiel. Das ist super geil. Das stimmt. Immer alles auf Maximum gesetzt. Jeez, ja. Das heißt, wenn du einen Milkshake hast, dann musst du ja auch gucken wegen Laktose oder sowas, ne? Ja, wahrscheinlich. Und vielleicht sehen wir das gleich noch. Jo, da rennt dann auf einmal einer direkt auf den Pott. Das wäre lustig. Direkt ins Bett ist nur WC. Oh, Jungs! Genau, aber genau. Mit Vollsprint. Klickst den Besucher an so und dann steht da nur, ich muss kacken. Als Sprechblase. Ich muss kacken. Ich hab Laktose oder so als Kommentar. Kann man schon auch einstellen, da gibt es wahrscheinlich auch Unterschiede, ne? Wie hoch der Prozentsatz an Leuten ist, die irgendwas nicht vertragen. Denke ich mal, dass das so ein Prozentsatz ist, ja. Wenn du Szenarien selber generierst und so. So solar panels are significantly more expensive than your generators. So the next thing is the water supply. Ich muss sagen, wenn du im Sandbox spielen würdest und die ganze Zeit auf den Strom achten musst, das wäre schon ein bisschen ätzend. Ja, deswegen, ich hoffe mal, dass man das ausschalten kann, wenn man nicht darauf achten möchte. Aber selbst wenn nicht, ist es halt nervig am Anfang, ne? Aber stellst du halt einfach in irgendeine Ecke 10.000, wenn die Dinger gut ist. Ja, brauchst einfach Backestart schon, dann geht das schon. Ja, ist ein bisschen lästig, ne? Ich hoffe auch, dass man es ausschalten kann. Exactly. So you want these to be near in your pool so that they have effect. We use the same systems that we do for power, so hopefully if you master one, you can master the other pretty quickly. Yeah. Cool, so now we've got. Das heißt, wenn dieses Wasserding haben, sehr viel weniger Reichweite. Das heißt, die muss man wirklich in der Nähe davon stellen. Dann muss man die wirklich verstecken. Das finde ich ein bisschen doof. Musst du Häuser drumherum basteln oder irgendwie sowas. Ich glaube, die haben ein bisschen größere Reichweite. Das wäre schon extrem wenig, was das da gerade ist. Ja. Musst du ja neben jedem Pool so ein kleines Häuschen bauen, ne? Gut, ich hätte schon eine Idee, wie es machen könnte. Stellst du die Dinge einfach unterirdisch, gut ist. Oh, das wäre geil, ja, das wäre gut. Wenn das geht, ich weiß nicht, gehen würde. Die gewartet werden müssen. Ja, doch, müssen die. Ja, dann brauchst du Condition Penalty. Oder? Nee, warte mal. Ich meine, die müssen ja, selbst wenn sie gewartet werden, kannst du ja trotzdem unterirdischen Wegsystem machen und so ein Kram, ne? Wenn die wirklich nur so eine kleine Reichweite haben. Ja, das stimmt. Ich meine, die Gäste sehen die ja bestimmt auch nicht gerne. Wer weiß. Guck mal, was für ein Mitaro. Maintenance. So, looking at the maintenance tab of the water pump, we have multiple areas, including the condition and the servicing. The condition is a familiar part from the original Planet Coaster, where it will start to degrade after a certain period of time, and then your device will break down. So, the servicing is the ability for the players to control if this condition is going to go down or not. So you have the service badge, and this badge will sort of last for a certain amount of time. And if you don't keep on top of your servicing, the badge will you will lose the service badge. And the condition starts to degrade. Exactly. Cool. And so you basically you want your mechanics to be in the vicinity doing the exact thing you want them to do. You could do this through the scheduler. But equally, as you said, you could do emergency call if you want an emergency refurbish as well. So you do still have this option in case of an emergency, you can press these buttons. But it's much more advisable that you go through the sort of scheduler and just ensure that a service is due. Like we can see it's due in 108 minutes. So you just, yeah, you want to keep on top of it to make sure that your conditions never drop too low. All right, so the final thing we want to talk to you today about is the finances. So these can be found
inside of Park Management. You'll see little spatterings of this information all around all the info panels and everything, but a really good way to see the global view of how your financials are doing in the park is through the management screen. So if I go into the financial section here... Den Park geht's auch, oder ging es ganz schnell gut. Earlier, but I'm going to show you a bit more about it this time. So you've got your park value, park cash, profit breakdown. As you can see, there's a you've got this huge graph on the right. This is again something I mentioned before about trying to make things everything really accessible. Das war auch wirklich sehr präzise, ne? Das sind ja Uhrzeiten da unten, nicht Tage. When it's a lot more visually attractive. So we wanted to include these graphs. And when you first start off a park, you may not see it being this useful, but the longer your park draws out, the more you start to see these trends and you get to see how it becomes actual useful information. If you wäre schon gut, ne? So Langzeitparks hatten ja durchaus ihren Management Schwächen im ersten Teil. Oh, Darlehen. You take out a certain amount of money. Haben wir auch noch nicht gesehen. Aber macht Sinn, dass es wieder da ist. Very large loan. A very large loan. And pay it off with the rest of my life. So you take out this loan and then you get the debt acquired. You won't get any interest on this one, but there is a sales cut. So the way you pay it back is rather than having to come in here and have to decide on how much you want to pay off that. You can it basically takes it out of your sales, so you never actually see the money being taken directly out. You it's kind of like it gets taken off all the money that you receive. While the sales cut does take off the money for you, so you don't have to worry about it, you do still have that option to pay off if you want to, but it's a secondary option. It's not the main way that you have to worry about it. So you could carry on playing as long as you're improving the performance of your park. It will actually get better and you will start to pay off. So this isn't something you necessarily have to worry about, but as you see here, you pay off your loan, says how much of your park cash is left, how much repayment, and the sales cut. As you see, the sales cut itself will decrease based on the amount you pay back or the amount of loan you take in the first place. Thanks so much for watching and looking at the expanded management options of Planet Coaster 2. Planet Coaster 2 is now available for pre-order, launching on November 6th for PC and console. Gut zu wissen. Ah, da kommt noch was, ne? Nee, ich denke doch. Da, das Bild kommt noch. Das haben wir auch nicht gesehen. Nee, ich glaube, da kommt noch was. Nee, da kommt noch was. Es ging 50 Minuten, glaube ich. Ne? Ja, das waren, glaube ich, noch keine 50. Aha. Guck mal, er sitzt wieder mit seinem Tastatur da. Thank you for having me on again. That's right. It was very, always very a cozy pleasure. Intro, wasn't it? No, it's lovely to have you here. Thank you. But we're going to, I say we, the role we, you're going to play through the level we just looked at, that the guys are playing through there, look at management. So that was Summit Awesome. Summit Awesome. Good play on pun there. Oh, no, did you hear that? Who thinks it's of the a names? Bit, well, I'm from Essex, so Summit is kind of like something. Summit Awesome. So yeah. I just crowbarred that in there. I didn't, but I just tried to crowbar it. Is it you that makes the names up, though? No. It isn't you? No. Okay. There's, there's much more intelligent, better people than me that do that, thankfully. All right, well, look, we're going to... Should we? Why do you want to show us this level? I think two things. We want to show you levels. Habt ihr eigentlich eben gesehen, welches Karrierelevel das war? How curated the maps. Nee. It's actually in the game, right? So this is the level. This is the level, yep. This is as you will see it when you play through the campaign in Planet Coaster 2. It's in Act 1, just after the prologue, a couple of tutorial levels, and you get straight into this level to test your management skills out with all the tools that we just saw from Xander and Robert there as well. Cool. And a thing to point out as well, and I know we've Anfang von, said, but this is a work es gibt also mehrere Akte, in die diese Geschichte aufgeteilt ist. Assets, ja, also hab ich's auch verstanden. Kriegen wir jetzt krasse Plot-Twists, oder was heißt das? Keine Ahnung. Es hat einen Wassergenerator da links auf der Seite. Muss das ans Wasser geschlossen werden? Ich glaube, das ist optisch. Ja? Ich glaube schon. Diese Rohre haben wir auch schon in Gelb gesehen bei den ganzen anderen. Das wäre ja total... Guck mal, neben der Achterbahnstation... Neben der Achterbahnstation ist ja auch noch so ein Ding. So it goes without saying, if anything does go a bit wrong, it's not your fault, it's the producer Adam's fault. Keine Ahnung, ich weiß nicht. But it's a work in progress. So, right, this is Summit Awesome. Should we have a little look around? And ja, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Yeah, this is Summit Awesome. It's one of my... I probably shouldn't say it because, like children, you're not supposed to have a favorite, but this is one of my favorite, I think, because it's a really nice example of what a lot of elements
new to Planet Coaster 2, right? We've got lots of verticality in this level. You can see it's, you know, it's kind of built on this precipice of one of the peaks and mountains. It really shows off how die Monorail ist noch nicht gebaut. Different you can get the scenery assets that we've got in the game. Ja, guck mal, schafft man das wahrscheinlich erst später frei. Irgendwann in der Geschichte. Links ist der Haupteingang. Right. We've seen a lot of that in some of the other materials we've already sent out. Lots of that really lovely, vibrant, under the water. Immer mit der Achterbahn fahren. Just with some color changes and the way that our art directors placed them and sort of designed the level. Suddenly it takes on a bit of a sci-fi feel, you know, and that was the kind of theme behind it. Das ist das Science-Fiction, was wir im Spiel im Moment haben. It was inspired a lot by this fantastic coaster that's really part of the landscape. It's got that drop into the ground. Inspired by a Hydron collider, if I'm saying that. Hydron collider. The idea we're shooting these particles off, or the guests, as nothing we can call go them. Wrong doing that. But yeah, nothing can go wrong. And yeah, so that kind of theme built around this coaster, and it comes out with a really lovely looking inviting part to go and. I mean, it does. It's a great, obviously, designer's eye there. But I mean, I think when I first saw this, when you opened it, I was like, I don't remember seeing this on the. Ist schon interessant, wenn man den Park so aufmacht, erstmal direkt so ein Park bekommt, der schon so vollgebaut ist wie der hier. One of the things. Das ist ja kaum Platz, um zu expandieren. Du brauchst ja zwangsläufig die Monorail, um zu geben. I was looking at what players did with Planet Coaster. Ja, aber so war es bei RCT 3 auch schon, ne? Im Karrieremodus. Ja, das ist ja bei vielen. Vorgefertigte Parks, ne? Und dann musstest du halt dann. Ja, klar, das ist ja eigentlich immer so. Ich meine jetzt nur, dass es hier von der Fläche, die man anfangen hatte, relativ viel schon bebaut ist. Guck mal. For me, I wanted to make sure we. Kept that in Planet Coaster 2, that idea of... Well, I think you get more of it. You're going to get way more of it, because the tools you're now at scaling, all the objects you're going to attach to stuff now, I think... Yeah. I mean, we have a really talented people in our art team, but I think opening up to... Das nächste dazu gesagt, ne? ...seeing what they come up with is going to be within hours, I think we're going to see some... Ich bin die ganze Zeit am Schauen, ob ich irgendwo was entdecke, was ich noch nicht kenne. Bis jetzt irgendwie nicht. Ich glaube, wir sind mittlerweile auch am Punkt, wo wir echt schon viel gesehen haben vom Spiel. The other section that's really with this ride is the dark areas of rides that we can now get. So we've had some eagle-eyed people see what this new tech will allow us to do. Yeah. Planet Coaster 2, and it's called global illumination. It's a tech that people are, you know, quite. Ich finde es schön, dass es offiziell bestätigt ist. Jetzt offiziell, auch wenn wir es schon wissen. You have to have the right hardware. So, for example, on PC, you're going to need an RTX card or the equivalent AMD, which I don't know because I'm an NVIDIA person myself. Oh, you're NVIDIA, yeah. Okay, yeah. That's good. And it does run on consoles as well. And what that allows is this really dunkle Innenräume, hey. To lighting. Yep. And most importantly, what that means is that we get. We're going to ride the second ride. It gives you these dark interiors. Yeah. Basically. Ja, aber auch wenn ich Wände baue? Ja, das sieht man jetzt hier auch nicht so richtig, ne? Aber... Ja, weil das ist ja unterirdisch gebaut, das ist doch klar, dass es dunkel ist. Ich meine aber in der Demo, die wir letztens gesehen hatten, ging es auch mit Wänden. Also mit doppelten. Da haben wir es mit doppelten Wänden geschafft, ja. Ja, aber ich hätte gerne nur eine Wand gesetzt und dann dunkel. Ja, dann ist es halt nicht so dunkel, wie es sein könnte. Dann ist es nur ein bisschen dunkler. More options. Kann man jetzt überstreiten, das wird wahrscheinlich auch besser gehen, aber ich find's gut, dass es überhaupt schon mal dunkel geht. Das macht mich sehr, beruhigt mich massiv, muss ich sagen. You said it earlier on, when you come out the tunnel and you get the bright light comes in, your eyes adjust. That is such a really, really lovely effect. And I think players are really happy with this. Wir sind gerade tatsächlich der Kopf, ne? Ja. We're touching some stuff you get in pre editions and stuff like that. And in the game as well, the track rides where you can put them through dark areas and the swivel cars and I think you're going to see it in some of our assets we're going to put out later. Guck mal, es war so offensichtlich etwas, was sie gar nicht revealen wollten bis heute. Exactly. It's really, I never get bored of riding this coaster. I wish I could do it in real life. And the other thing that this is that shows off is that we do have the ride sequence triggers as well, which coincide with being able to build them with the event sequencer as well. One of our designers, James Taylor, he set the... Ja, das ist ja auch nichts Neues, dass wir die Events-Trigger haben, das kennen wir ja auch schon. The train goes in,
And I think we just caught it there. Ich habe das Gefühl, wir haben echt schon viele Sachen rausgefunden. Ja, haben wir auch. Ich meine, was soll denn da noch großartig kommen, ne? Switch-Tracks. Ja, das wäre so... Das wäre noch so ein Thema. Und mich würde noch die Monorail interessieren. Was denn da dran? Ob die auch in Versionen kann? Nein, das mit dem Personen transportieren. So, dass die Leute wirklich wissen, ich komme nur mit dem Monorail darüber. Ja gut, das ist ja Wegfindungs-KI, ne? Ja. There is a reason, chat, we're not going the other side of the... we're going to show you in a second. Is there anything else we want to go through when we're out here? I'm not sure. I think we've covered most of it. VFX, we've covered off. We showed the dark ride. That was cool. Yep. I guess one of the things, because we are... Dark areas. Because I have to be careful, because I know technically people will say, it's not a dark ride. It's lighting that allows you to give a dark area, such as underground, which gives that natural lighting. Yeah. Ich finde es aber gut. Frontier Dead auch so ein bisschen. Wir müssen ganz vorsichtig sein, wie sie es formulieren mittlerweile. Dark inside. You put that power track through... set it up with the event sequence of things lighting off and stuff. Well, suddenly I'm going to call it a dark ride. Right, if you want to pick peanuts out of whatever, you can. But I'm calling it a dark ride, and it's great. It looks fantastic. But that's cool. And then obviously, we've got some stuff to show off. I think we're going to go through some stuff you get if you pre-order, right? So obviously, Park Studios kann einpacken wahrscheinlich. Ja, gut, das kam halt jetzt echt unglücklich vom Timing. Ich glaube, wenn Planko 2 jetzt nicht angekündigt worden wäre, hätte er noch eine gute Chance gehabt, das noch weiter zu pushen, aber so wird das schwierig. Aber wir sind mal gespannt. Ich gucke da ja noch hin und wieder mal rein. Ja? Ja, ich bin, also wenn der noch einige Features reinbaut, wie Achterbahn bauen und so, das Verbesserung, dort irgendwas besser zu machen, dann könnte ich dem Spiel schon... Du hältst das auf dem Laufen, das finde ich gut. Ja. Ich habe gerade gesehen bei dem Auswahlmenü von den Coasters, die Symbole zum Neuattraktionen bauen in den Workshop gehen, die sind erneuert worden. Guck mal rechts. Oh ja. Vision, so that's that's perhaps one so of these your... are the ones we're talking about. We're not going to show it here because, like, lay it down and you set your route you want to go down and what the, carts can do. And they... Yeah, a good candidate for that. Sieht auch cool aus. Das hätte mich jetzt nicht interessiert, wenn die das gebaut hätten, weil da steht auch in der Beschreibung drin: continuously traveling. So, das heißt, es bleibt eine Station nicht stehen, oder? Hätte ich jetzt gern gesehen. Yeah, all of these things, like we've seen in previous videos, you can customize the cars on these as well. Yep. So you can start to theme it how you want to. Das wäre so der klassische Dark Ride. Front, you'll also get access to the cube. There we go. So if you pre-order, you get these three items. Ach, kümmer doch. Genau, natürlich. Ja, wir haben alle Flatbed schon gesehen. Ja, nee, das hier ist im Deluxe Edition. Ja, deswegen wird das jetzt gezeigt, damit man die Deluxe Edition kauft. Bisschen Werbung machen hier. Guck mal, hier, voll cool. Voll cool, das gab schon im ersten Teil. Ja, das hätten sie jetzt nicht zeigen können, ich hab's eh gekauft. Ja, wenn alles. Wenn dann alles. Ich gehe mal davon aus, man das später auch noch als Mini-DLC dazu kaufen kann, wenn man das möchte. Mit Sicherheit. Wahrscheinlich dann auch für 10 Euro. Das kann sein, ja. Hätte ich Geld gespart. Ja, du hast jetzt ein bisschen den kleinen Zeitbonus, den du dadurch hast jetzt. Ja. Schön, jetzt sind wir die Farbe von der Achterbahn hier da rein. Es sieht wieder genauso aus wie im ersten Teil, weil es dasselbe Farbschema dann ist. Da warst du auch so pink-rot, oder? Glaube auch, ja. Ich find's cool, dass du echt super viele Sachen machen kannst jetzt. Ich wollte auch gerade sagen, ja, dass du wie viele Sachen einzahlen kannst. Ja. Und bei dem Frame, Dinger kannst du auch die Textur ändern. Jetzt würde mich bei dem Cube würde mich jetzt interessieren, wenn er da Teile drauf setzt. Ja. Weil das Ding ist ja 360 Grad, dreht sich ja alles irgendwo in irgendeine Richtung. Ja. Wenn er auf jeden Arm irgendwas draufsetzt, ob sich alles tatsächlich mitbewegt. Das müsste sich in alles verschiedene Richtungen bewegen. Eigentlich schon. Würde mich jetzt interessieren. Mach mal. Ich denke schon. Ja, also.
confirm that. Oh, ich freue mich schon so richtig auf das Spiel, ne? Ich bin so gehypt. Muss sagen, nur in dem... Muss sagen, dieses Karrierelevel ist so, so... Die Farbgebung ist nicht meins. Also Kombination aus so einem Pink und Grau finde ich irgendwie ein bisschen... Naja. Ist ja Science Fiction. Das ist halt kein BRG 4, ne? Habe lange nicht gehört. Negativity around the scenery isn't too bad for your guests, or you can choose to pick one of these lovely little blueprints that we've set up. Ja, kann man ja auch eigentlich mal als Gelegenheit nutzen, um nochmal in irgendeinem Video zu sagen, weil ich glaube, wir haben es in keinem offiziellen Video gesagt, dass Bella Italia fertig ist. Aber natürlich. Ne? Natürlich. Außer den Short haben wir keine, oder? Natürlich. Gib mir mehr Infos. Wenn ihr euch den letzten Sonntag das Video angeguckt hättet, so, dann hättet ihr das schon erfahren. Da ist es drin. Okay. Dann nehme ich alles zurück. Schäm dich. Hast nicht geguckt. Ich glaube, es ist das erste, was ich nicht gesehen hatte. Ja. Also wenn ihr es auch noch nicht getan habt, dann bitte mal reinschauen. Sonntag, Video. Alles geleakt. Aber wir können es hier trotzdem nochmal sagen. Nö, jetzt müssen Leute rübergehen, das da nochmal gucken. Nein, Bella Italia ist fertig. Wir Reaction auf unser eigenes Video, ja. Wir Reaction auf unser eigenes Video, ja. So gut. Side Friction Wooden Coaster by ja, jetzt wollt ihr es natürlich wissen. Bella Italia ist fertig. Ist aufgenommen und kommt am 9. Oktober online. Auf unserem Kanal könnt ihr die Packung sehen. Natürlich. Auf Steam. Ich meine, für die Leute, die das Short gesehen haben, dann, die wissen das. Und das Video. Und das Video. Und dieses Video. Und dieses Video. Und das nächste Video. Und ich hatte schon das Gefühl, dass wir einfach so wenig darüber gesprochen hatten, aber irgendwie ist da scheinbar doch ganz viele Videos drin. Weiß nicht. Ich meine, ihr könnt es in die Kommentare mal schreiben, ob ihr es schon wusstet oder nicht. In Pompeii habe ich es ja auch schon einmal gespoilert. Ja, stimmt. Again, like, obviously, yes, I work for Frontier and obviously you make the game, but I've just watched how quickly you made it and how although it's not the most complex. Was ist das für eine Kurve da? Was ist allgemein, was ist das für eine Achterbahn? Was haben die da gebaut? Ach, das, okay. Ich wollte gerade genau das fragen, was der Menüpunkt ist, den ich gerade angeklickt habe. Wie praktisch, okay. Lift. All these rides you can customize, right? Yeah. Like everything else in the game, you can customize them. Exactly that. These aren't the exact rides again. These are ones you've built using the pieces for the ride. So das ist eine interessante Achterbahn. Ja, auf jeden Fall. Change the color of them if you want to. So it's all there for you to. Gut, dass man die auch selber bauen kann. And then you get a selection of flat rides as well, starting with the Monte Leone. Ach, kommt mir sehr bekannt vor. I'm glad you said it, because I was no chance. I can't even say deluxe properly without, so yeah. Many years ago, I spent an entire interview saying... Ist das nicht sogar das einzige? Nee, nicht das einzige. Ist das nicht auch eine Deluxe Edition? Ja, ich glaube, alles, was hier steht, ist Deluxe Edition. Es war, glaube ich, auch eins von den sehr wenigen, die es im ersten Teil als unthematisierte Version gibt. Oh, yeah, a classic. Absolute classic. And again, all this can be customized. Absolutely. And you'll notice that this is a returning from... Alles Werbung. Ja gut, ich meine, wir gucken uns gerade eine Werbesendung an, ne? We've taken the theming back ever so slightly, so that it's a bit more ready for you to add your own twist to it. Still looks fantastic straight off the bat, but now you can, you know, take it a little bit further. I was playing around earlier, actually, to see how sci-fi could make this, to see if it fits with the other side of the park, and it can be done. I mean, I think when you guys first showed me the tiny eye... Science fiction Pferde. Down, and honestly, when I first was like, that's three different rides, and you're like, is that like a meme, isn't it? They're exactly, it's like, no, these are totally different rides. Das andere Teil da hinten interessiert mich mehr. Ja, das andere Ding da hinten, das war so ein bisschen schwerer einzuordnen, ne? Ich glaube, das gab's im RC3, gab's das, glaube ich. Yeah. You don't want to go into first person right now. Yeah. We get. Also, wenn es das ist, was ich im Kopf habe. Also das ja. Auf jeden Fall, ja. Das fand ich schade, dass es beim ersten Teil nicht gab. Ja, ich finde schön, dass es jetzt da ist. Aber ich sehe mich schon wieder einen neuen Pier bauen. Ja, schon, das sind echt viele Attraktionen, die da reinpassen würden. Im Prinzip alle, die du hier siehst. Alle, die ich hier sehe. Außer der Cube. Ja, es sind drei
Flat Whites, die im ersten Teil schon waren, und zwei neue. Das Ding kenne ich gar nicht. Ist das nicht? Nee, ist es nicht. Okay. Okay, dann habe ich das falsch im Kopf gehabt, okay. Nee. Ich dachte, es ist dieses, oh, wie heißt das denn? Das war ein SC3, und dieses Tomahawk-Ding, wo du schon reinsetzt, das schwimmt dann in 360 Grad irgendwie nach unten. Aber ist es offensichtlich nicht. Das ist einfach ein U-Boot. Was ist das denn? Das ist ein U-Boot. Und jetzt? Keine Ahnung. Geht gleich wieder hoch. Jetzt dreht es sich. There's also a ride track in the world. There's also antique powered cars. Yeah, so there's a track ride that you get in this pack. So all of that and a track okay. ride. Okay. If you purchase so it's a lot of content. Haben Sie bestimmt eben erzählt, und wir haben nicht zugehört. I want to show you this way. If you pan back ever so slightly there, Adam, I think when you look at it and you think actually there's that's a lot. That's a lot. Würde ich mir mal anschauen wollen, das Ding. Ich kann mir jetzt nicht viel darunter vorstellen. Es gibt immer ein Flat Ride, was nie gebaut wird. Ja. Dafür haben wir es reingemacht, meinst du? Ja, das gibt's alles für bei der Deluxe Edition. Ja, das sind, glaube ich, alle Sachen von der Deluxe Edition hier. Das sind 20 Euro. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Flat Rides und 3 Achterbahntypen. I know you're working really hard, as is the whole team. Yeah. But if we can have some, I don't know, just some thanks in the chat for the wonderful Adam. I'm sure we'll drag you back on again for some if more stuff. If you stop talking for a couple of seconds, I'm talking about Planet Coaster 2. So I might. Wie viele Minute ist jetzt? Wir können mal schauen, aber so lange wird es ja wahrscheinlich nicht mehr gehen hier. Ja, weil du sagst, es ist jetzt Ende. Ja, 54 Minuten sind wir jetzt gerade. Ja, dürfte jetzt gleich Ende sein, ja, tatsächlich. Okay, okay. Dann haben wir wahrscheinlich. Also, kommt noch irgendwas über Planets 2 gleich, wie ich im Skipping geguckt habe? Ja, wahrscheinlich kann auch Elite Dangerous, ne? Von Golden Edition, ne? Steht hinten nicht drin. Ja, sind ja die drei Poster sind es wieder, ne? Ja, genau. Die Poster sind wieder. Ja. Ich denke mal, dass der Trailer hier unser Ende markiert. Ich denke auch. Ja, was für ein interessanter Deep Dive tatsächlich. Wir haben ein bisschen was vom Parkmanagement kennengelernt. Gesehen, was das in alles in der Deluxe Edition kam. Das hätte mich jetzt auch ein bisschen eher weniger interessiert, weil jeder, der es gekauft hat, weiß es eigentlich schon. Ja, wir haben ein neues Szenario gesehen. Genau. Das ist ein neuer Trailer. Das ist ein neuer Trailer. Nö. Ah, okay. ja, kam. Ah, ne, jetzt. Ja, jetzt erkenne ich es. Das kam mir gerade eben so neu, aber hier. Ja, schade. Schade, dass wir nicht ein paar Track Rides von Achterbahnen gesehen haben, wo man sehen kann. Switch Tracks. Ja, ich glaube, das große Ding für den Deep Dive jetzt war. War wahrscheinlich das mit den dunklen Innenräumen. Ja. Was wir ja schon rausgekommen haben. Und die Menschen mit Sachen haben wir größtenteils auch schon gesehen gehabt. Genau. Aber einfach nur, weil wir jetzt ja aufmerksame Spieler hatten, die das rausgefunden haben. Das stimmt. Und die schon das Spiel anspielen konnten, ne? Richtig. Ist ja auch nicht mehr so lange hin, bis wir es alle anspielen können. Genau. Nicht mehr lange. Und auch nicht mehr lange bis zum Challenge-Ende. Ne? Wir haben noch eine Dark Raid Challenge. Richtig. Wenn man noch. Aber auch noch, ja. Ja. Die wird ja auch bald dann abgegeben und ja, dazu wird die Tage jetzt auch noch ein Video kommen von mir und als kleine Erinnerung, dass ihr den Park dann abgeben müsst. Sehr gut. Right. Genau. Und ja. Ja, damit wär's. Habt ihr noch was? Oder? Nö, ich 6. Denk, November merken. Ich denke, das wär's, oder? Das wär's. Ja. Oh, was ist das? Das ist auch nicht neu. Nee, das ist Planet Coaster. Das ist tatsächlich das Teil von dem Trailer gewesen. Okay. Echt? Das war Mythologie, ne? Ja, ja, das war, hat alles dazugehört. Das war nichts Neues. Das sah richtig gut aus. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das war mir neu. Das, cool. Das sagt der Meteor, das ist Planet zu. Ja, aber ich weiß. Dachte auch. Ja, das kommt halt am Ende von diesem Trailer, kommt das Stückchen noch. Nach dem ganzen Pre-Order-Gedöns. Okay, krass. Cool. Nee, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich werde mich verabschieden und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.
Ich klicke mich ein, ich verabschiede mich auch. Bis dann. Ciao. Willkommen auf 7 Cents mit Mitaro, Rick und Bluefire. Achterbahnträume und Gamingfeuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt hoch hinauf in Pläne, Coasters, Magie. Drum abonniert und seid dabei.